Neu. Einfach nur neu. Was wäre, wenn wir das Neue in unserem Leben nicht hätten? Was wären, wenn die Dinge einfach nur altern würden, aber nicht mehr neu sind? Wenn wir immer das Gleiche hätten und niemals die Entdeckung des Neuen, was würde dann in unserem Leben sein? Würden wir überhaupt leben können? Würden wir überhaupt so existieren können? Ich würde sagen, nein, wir könnten nicht so existieren, weil irgendetwas ist immer neu. Und wenn irgendetwas immer wieder neu ist, dann bedeutet das, ja, was bedeutet das, wenn es immer wieder neu ist, dass sich alles verändert, dass immer wieder was Neues erzeugt wird, dass etwas Neues geschöpft wird, dass wir einem neuen Menschen begegnen, auch wenn wir in ihr oder in ihm dann Anteile entdecken, die wir schon mal bei anderen Menschen entdeckt hatten, die uns geläufig sind, die uns gewohnt sind und trotzdem etwas Neues entdecken. Irgendwas ist immer neu. Und wenn es die Nuance eines Geruchs ist, eines Augenausdruckes, einer Körperproportion, einer Form, die wir einerseits als bekannt erkennen und die damit so etwas wie Vertrauen erweckend sein kann und andererseits etwas Neues. Wenn ich stets etwas Neues wäre, also heute ist beispielsweise der 2. November und der 2. November, den habe ich ja schon öfter erlebt in meinem Leben, natürlich. Und insofern könnte ich sagen, ein 2. November ist niemals neu und trotzdem ist der 2. November neu, gerade jetzt auch in dieser Uhrzeit, an diesem Nachmittag. Natürlich ist er neu, weil das, was ich jetzt gerade erlebe, mit diesem Wind, dieser Landschaft, trotzdem es Herbst ist, ein gewohnter Herbst, der eigentlich nicht neu ist, sind die Dinge natürlich neu. Auch in dem Gewohnten sind sie neu. Weil ohne neu könnte überhaupt gar keine Existenz stattfinden. Ohne neu könnte keine Existenz sein. Ohne neu wäre jegliche Existenz niemals denkbar. So weit können wir gehen in der Aussage. Das heißt, wir sind geradezu angelegt im Inneren unserer Wahrnehmungsfertigkeit und Fähigkeit, das Neue zu entdecken. Und natürlich das Neue immer wieder zu kreieren, geradezu zu erfinden, uns neu zu erfinden, stets neu zu erfinden. Und das tut jegliche Existenz. Jegliche Existenz erfindet sich immer wieder vollkommen neu und damit eben in einer Möglichkeit ihres Daseins. Und dadurch macht letztendlich alles Sinn. Der Sinn findet sich gerade durch das Neue. Oder wir könnten sagen, das Neue ist das Wichtige für die Sinnfindung. Und Sinn versuchen wir immer wieder zu finden. Sinn bedeutet für unser Bewusstsein, dass wir die Dinge zusammenfügen. Und wir fügen sie zusammen, indem sie immer wieder neu werden. Selbst Altes, Uraltes, das wir haben, recyceln wir beispielsweise. Und dadurch entsteht etwas Neues, etwas stets Neues. Und auch selbst ein noch so vertrauter Mensch, den wir glauben zu kennen oder uns selbst zu kennen, dem wir ja ein ganzes Leben lang mit uns alleine sind, ist immer wieder etwas Neues. Du bist immer wieder etwas Neues. Jeden Tag bist du immer wieder etwas Neues, jedes Jahr. Jeder Alterungsprozess bedeutet, dass wir etwas Neues entdecken in diesem Alterungsprozess. In dem Prozess der Entwicklung und des Werdens. Also das Neue, das eigentlich immer wieder präsent ist. Und es ist interessant, wenn einem das klar wird, dass es keine Sekunde gibt im Leben, keine Minute, keinen Augenblick in unserem Leben, wo nicht etwas neu ist. Jeder Atemzug ist neu. Jede Kälteempfindung ist neu. Jede Wärmeempfindung, jede Berührung ist neu. Jeder Eindruck und die Eindrücke, die wir so tagtäglich haben, immer wieder sind sie vollkommen neu. Und dadurch ist Existenz, um es nochmal zu sagen, wirklich erst möglich. Alles andere würde keinen Sinn machen. Also dieses stets Neue, dass er wirklich von Augenblick zu Augenblick, von Zeit zu Zeit immer wieder neu ist, ist etwas ganz Erstaunliches und damit Beglückendes in unserem Leben. Sich darüber immer wieder im Klaren zu werden, ist wirklich interessant. Und es ist egal, was du jetzt erlebst, ob das negativ ist oder positiv.
Es wird immer wieder neu sein und sich neu zusammensetzen und neu formieren. Darum geht es.